Hi und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nähe ich ein herbstliches Kleid für meine Mutter. Und zwar habe ich hier einen kleinen Stehkragen mit eingebaut. Das Kleid hat einen wirklich sehr einfachen Schnitt und es ist wirklich für jede Figur geeignet. Für dieses Kleid habe ich eine Punta di Roma genommen. Das ist ein Jacquardstoff. Den findet ihr bei mir im Onlineshop unter www.annasnähschule-shop.de. Im Shop gibt es aktuell eine Herbstaktion. Dort bekommt ihr 20% Rabatt auf die gesamte Kollektion. Der Rabatt wird automatisch abgezogen im Warenkorb. Da braucht ihr keinen Rabattcode eingeben. Die Aktion läuft ab sofort, ab heute bis einschließlich dem 18.10. Schaut gern vorbei, ich freue mich riesig auf euch. Und wenn du heute das Video schon von nächster Woche sehen möchtest, dann spring rüber auf Watch Better. Dort ist die Aktion nochmal verlängert. Die Videos im Preview von YouTube bekommt ihr dort schon eine Woche früher zu sehen. Ich verlinke euch Watch Better unter dem Video. Watch Better ist auch eine kostenlose Plattform. Dort findet ihr sehr viele lehrreiche Videos zu verschiedenen Themen wie Garten, Reisen, Mode, kreative Hobbys und noch viel mehr. Schaut da gern vorbei, es ist eine interessante Plattform und wie gesagt, sie ist auch kostenlos. So, und wir starten jetzt mit dem Herbstkleid. Für mein heutiges Projekt nehme ich diese schöne Punta di Roma. Und zwar ist es ein Jacquardstoff. Der Unterton ist schwarz und dann hat man hier so anthrazit-graufarbene Muster mit einem Braunton. Das ist so kupferbraun. Und der Stoff ist wirklich sehr angenehm im Griff, hat einen gewissen Stand und auf der Rückseite ist er anthrazitfarben. Den Stoff findet ihr bei mir im Onlineshop unter www.annasnähschule-shop.de. Von dem Stoff habe ich jetzt hier nur 1,60 Meter zur Verfügung und danach werde ich mich jetzt einfach richten. Danach richte ich auch die Länge des Kleides und den Ärmel. Mal schauen, wie viel ich jetzt daraus rausbekommen werde. Ich habe jetzt den Stoff auf die linke Seite gedreht. Den Stoff habe ich zur Hälfte gefalten. Hier ist der Brucht auf der Seite und hier ist die offene Seite. Als Grundlage nehme ich jetzt den Grundschnitt für dehnbare Stoffe. Das ist jetzt der Rückteil und den habe ich jetzt nach den Maßen von meiner Mutter gezeichnet und ausgeschnitten. Und den Schnitt lege ich jetzt hier an die offene Kante und zwar gehe ich 1 cm von der Webkante weg, so dass ich die Webkante hier nicht erwische. Im hinteren Teil wird eine Naht verlaufen und den Schnitt lege ich an die 15 cm runter von der oberen Kante, da ich hier ja einen Stehkragen noch hinzufügen möchte. Schaut, dass der Schnitt schön im Fadenlauf liegt und nicht schräg. Die Anleitung zu dem Grundschnittmuster für dehnbare Stoffe findet ihr bei mir auch auf dem Kanal. Ich verlinke es euch einmal hier in die Box und unten in die Infobox. So, der Schnitt ist jetzt gesteckt und jetzt nehme ich mir hier die Änderungen vor für das Kleid. Und zwar verlängere ich hier die Mittellinie einmal nach oben und lege die Schulter einen Zentimeter weiter nach oben. Wenn der Schnitt fertig gezeichnet ist, kommen da noch die Nahtzugaben dazu. Das dürft ihr nicht vergessen. So, 1 cm habe ich das jetzt einmal nach oben versetzt und an dieser Linie führe ich einfach hier weiter. Das ist dann der angeschnittene Ärmel. Den Endpunkt vom Halsausschnitt übertrage ich einmal auf die Linie. Den Halsausschnitt möchte ich vergrößern. Und den vergrößere ich an die 6 cm. Da gehe ich einfach an diese Linie, die ich eben gezeichnet habe, und zeichne mir die 6 cm hier ein. An dieser Stelle ziehe ich eine Linie nach oben, so dass ich den Kragen jetzt einzeichnen kann. Hier könnt ihr die Höhe wählen, wie ihr möchtet. Ich gehe jetzt hier vom höchsten Punkt der Schulter aus. Das könnte man auch hier einmal übertragen auf diese Linie.
und zeichne mir hier auch 6 cm ein. Das ist dann die Höhe von meinem Kragen. Das übertrage ich dann hier rüber. Schaut einfach, dass euer Lineal hier immer im rechten Winkel zu der ersten Linie liegt. Einmal rüberzeichnen. Das ist dann der Kragen und das ist dann schon der Ärmel. Und hier runde ich das etwas ein, damit hier keine Ecke entsteht. Den Kragen möchte ich dann schon so zuschneiden, dass ich ihn nach innen klappe und hier nichts mehr versäubern muss. Dazu muss diese Rundung auch auf diese Seite übertragen werden. Das werde ich dann später beim Zuschnitt machen und dafür werde ich dann einfach den Stoff nach innen klappen an der Linie und schneide es hier einmal aus. Dann habe ich direkt den Kragen hier rüber übertragen. Jetzt zeichne ich aber erstmal diese 6 cm einmal nach oben ein, die ich auch hier gewählt habe. Wenn ihr hier 7 cm wählt, dann wählt auch hier 7 nach oben. Das ist dann euch überlassen. Das ist quasi der angeschnittene Beleg, der dann im Kragen verschwindet. So, ich hatte ja anfangs gesagt, der Ärmel wird sich hier jetzt einfach danach richten, wie viel ich hier reinbekomme in meinen Stoff. Und hier habe ich ja schon die Schulter einmal und den Ärmel angezeichnet und ich zeichne es einfach bis zum Schluss, solange mein Stoff ist. Oder eher gesagt, so breit mein Stoff ist. Und hier wird dann der Umfang vom Handgelenk eingezeichnet, und zwar die Hälfte davon. Ihr schaut einfach, wie viel ihr hier braucht, wie dehnbar euer Stoff ist und wählt einfach das Maß, wo ihr mit der Hand auch gut reinkommt. Ich lege jetzt das Patchwork-Lineal im rechten Winkel zu der Linie hin und zeichne mir hier die gewünschte Breite von meinem Ärmel ein. Wie gesagt, jeder richtet sich dann nach seinem eigenen Maß und nach seinem Stoff. Ich hatte es bei meiner Mutter schon so gemessen, dass auf der Höhe vom Oberarm der Ärmel an die 40 cm breit sein sollte. Das ist die gewünschte Breite, die wir jetzt festgelegt haben. Da hat man auch genug Platz im Ärmel und da lege ich jetzt einfach das Lineal hier oben hin, messe mir die 20 cm aus. Das ist hier, ich mache mir hier einfach nur einen Orientierungspunkt. Und circa auf der Hälfte hier von diesem Abschnitt, vom Armausschnitt und der Taillenhöhe, gehe ich circa hier auf die Hälfte und mache mir hier auch einen Orientierungspunkt. Und jetzt zeichne ich den Ärmel einfach ein. Da ich hier den Grundschnitt für dehnbare Stoffe liegen habe, ist der ja ziemlich körpernah berechnet. Und den möchte ich um 1,5 cm vergrößern. Deshalb zeichne ich mir hier die 1,5 cm einmal rundherum ein. Vergrößere den Schnitt um 1,5 cm. Das heißt, insgesamt sind es dann 6 cm. Wenn man hier 1,5 cm hat, auf der anderen Seite und vorne nochmal dasselbe, dann hat man insgesamt 6 cm den Schnitt vergrößert. So, ich schneide jetzt den Schnitt einmal mit Nahtzugaben aus. Ich nehme hier 0,7 cm, da ich das Ganze mit der Overlock zusammennähe. Wie gesagt, ich knicke hier einmal die Kante um und schneide direkt durch die vier Lagen durch. So, ich habe den Schnitt jetzt mit Nahtzugaben zugeschnitten, einmal rundherum und hier ist das zweite Stück, was ich habe. Ich wollte noch betonen, dass wenn ihr einen Stoff habt mit Musterverlauf, kann man diesen Vorgang nicht so machen, wie ich das mache. Da braucht ihr einfach die doppelte Länge vom gewünschten Kleid. Ich habe jetzt hier keinen bestimmten Musterverlauf, deswegen geht es bei mir jetzt so auf die Art, wie ich das mache. Und zwar nehme ich mir jetzt hier diesen Schnitt und lege das hier an den Bruch hin. Den Schnitt kann ich hier einmal abnehmen. Schnitt vom Kleid stecke ich aber zusammen, so dass es auch zusammen bleibt. So, hier habe ich meinen Zuschnitt
und den lege ich jetzt hier an den Bruch hin. Und zwar hatte ich ja hier im Rückteil schon die Nahtzugabe hinzugerechnet und da lege ich 1 cm meinen Zuschnitt über den Bruch drüber, weil im vorderen Bereich habe ich ja den Bruch, da brauche ich die Naht nicht. So sieht es jetzt bei mir aus. Jetzt zeichne ich den Schnitt einmal komplett nach. Hier am Ärmel nehme ich mir 2 cm mehr im vorderen Bereich. Diese 2 cm dienen mir als Balance, da wir ja im vorderen Bereich noch die Brust haben. Und da zeichne ich die 2 cm hier einmal mehr ein und gehe geschmeidig hier zum Halsausschnitt rüber. Alles andere bleibt gleich und das schneide ich jetzt direkt aus. So, der Zuschnitt ist jetzt komplett fertig. Jetzt im nächsten Schritt nähe ich als erstes hier die hintere Mitte einmal zu mit der Overlock. So schaut es jetzt bei mir aus. Ich habe jetzt hier die hintere Mitte einmal mit der Overlock genäht, habe die Nahtzugabe zur Seite gebügelt und von außen nochmal mit einem Geradstich hier einmal abgesteppt. So liegt die Nahtzugabe flach. Und es sieht von außen, von der rechten Seite auch richtig schön aus. Jetzt lege ich mein Vorderteil rechts auf rechts hier oben drauf. Stecke als erstes hier einmal den Ärmel von der oberen Seite zusammen und dann hier von der unteren, weil der Ärmel hier ja im vorderen Bereich etwas mehr Volumen hat. Müsst ihr hier etwas mehr aufpassen. Und wenn das alles fertig gesteckt ist, nähe ich einmal hier den Ärmel zusammen und die Seiten mit der Overlock. So sieht das Kleid mittlerweile aus. Wir haben jetzt an der Zwischenanprobe den Kragen hier doch etwas kürzer gemacht. Das fand meine Mutter jetzt angenehmer. Ich habe das umgeschlagen dann nach dem Zusammennähen und hier einmal innen drin etwas fixiert. Einmal hier an der hinteren Naht, an den Seiten und im vorderen Bereich habe ich das hier mit einem Blindstich etwas fixiert. Von der Breite her haben wir jetzt auch etwas weggenommen und zwar an der Hüfte. Hier vorne haben wir jetzt nichts geändert, nur an der Hüfte etwas schmäler gemacht. Den Saum habe ich jetzt mit der Overlock einmal versäubert und mit einem Saumband 2 cm umgebügelt. Das Ganze werde ich jetzt auch mit einem Blindstich hier rundherum einmal befestigen, so dass man außen keine Naht sieht. Wer möchte, kann das natürlich hier auch absteppen. Ich würde hier einen elastischen Stich empfehlen oder einen Stich mit der Zwillingsnadel, so dass das Ganze auch elastisch bleibt, da der Stoff ja elastisch ist und dass man hier, wenn man große Schritte läuft, auch genügend Platz hat und die Naht nicht reißt, wenn man sich hinsetzt oder sonstiges. So, also das werde ich jetzt nochmal fertig machen und dann bleibt mir hier nur noch der Ärmel. Hier habe ich mich entschieden, eine kleine Manschette dran zu nähen. Man könnte das Ganze aber auch einfach umschlagen und auch einmal mit einem Geradstich abnähen oder ebenfalls mit einem Blindstich. Das überlasse ich euch, wie ihr das machen möchtet und dann ist im Prinzip das Kleid auch schon fertig. Bleibt nur noch die Anprobe. Wanna move my feet, wanna drop my one. 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 Wanna move my feet. Meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.